Da quetscht er sich dann die letzte Ecke. So ein Lappen, ey. Moine Schnitzelbieger, neues Format mit Stricky und mir. Wir haben uns mal was Schönes überlegt, aber erstmal im Moin. Ja, schön, guten Tag. Guten Tag, du auch hier? Ja, ja, zufällig. Die lassen ja mich auch rein, ey. Ist mein Raum, den hab ich erstellt. Ja, gut, also. Ich ist ja, ja, du hast recht. Und ich meine Ruhe, so, Punkt. Ruhig. Jo Leute, wir haben uns was überlegt und zwar haben wir das mal noch nicht zu Ende überlegt und sind verwirrt, aber wir dachten uns, wir machen mal so ein paar Duelle, sprich immer so ein 1 gegen 1, Stricky gegen mich oder andersrum und wollen mal gucken, ob das so ein bisschen ankommt und ob das Spaß macht. Ich denke mal ja und darum geht's heute, jo. Richtig, das ist die erste Folge und da haben wir uns so gedacht, dass zwei Gefechte. Und einer bestimmt praktisch, was der andere fahren muss. Genau. Und wählt danach erst seinen Panzer aus. Also, dass es schön unfair ist. Und einzige Regel ist, dass es auf einer Tierstufe ist. Genau. Wobei das auch schon schwierig sein kann, ne? Ja, und och, mal gucken. Den, da ich den Raum erstellt habe, kann ich jetzt schön aussuchen, ja? Erstmal schicke ich den Friesen darüber und wo muss ich denn hier rüber? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß von gar nichts. Das bin ich ja. Das bin ich ja. Weg. Ich will ins rote Team. Das rote Team ist immer so. Besser. Und du? So, ja. Du musst auf die andere Seite. Ah ja, geht ja mit Ziehen auch. Jawohl. Ist neu für mich. Ja, ich bin auch ganz entzückt. Oh ja, richtig, bevor wir es vergessen, wir werden es demnächst vielleicht dann auch mal so machen, dass ihr euch Fahrzeuge wünschen könnt, die wir dann fahren gegeneinander. Einfach in die Kommentare rein und dann schauen wir mal, was man dann, was wir daraus machen. Und übrigens, Prost! Achso, ja, Prost, heute habe ich nur läppische Cola. Schon mit 80% weniger Kohlensäure, weil es ein bisschen stand jetzt, aber... Oh, man kann die auch zumachen, die Flasche, wenn man es wegstellt. Aber nee... Na, nach 3 Wochen ist das auch weg. Jo, Alter, ich sabber mir schon wieder die ganze Fresse nass hier. Gott, ich bin so, Alter. Also der Plan, die Regel ist jetzt, oder der Plan für heute, oder für die erste Folge, dass ich dem Friesen jetzt ein Fahrzeug zuweise. Genau, hoffentlich habe ich das und nicht. Das ist also mein Gedanke. Das ist so fies, dass du das wahrscheinlich gar nicht hast. Das kann deswegen sein. Ich würde dir zuweisen, hier, man sieht schon, ich lunz schon hier drauf, auf Stufe 6 den Jagdpanzer Sukuri 2. Den habe ich sogar, glaube ich, oder? Yeah. Moment, wie heißt das Ding? Sukuri? Ja, genau. Na, den habe ich nicht. Moment, den kann ich kaufen, glaube ich. Ich muss mal kurz hier das Fenster an der Seite machen. So, er kauft jetzt für viel Geld. Ja. Ach nee, Quatsch, den kann man ja auch freischalten. Stimmt ja. Ah, kaufen kann ich ihn. Ah. Oh, der ist ja noch gar nicht ausgelevelt und nix. Yeah. Echt? Soll ich den jetzt fahren? Ich weiß nicht, das wäre vielleicht... ein Ticken zu unfair, oder? Ich muss eben kurz gucken, ob ich die Module schon frei habe da drin. Müsste eigentlich... Nee, den habe ich noch nie angefasst. Oh. Ist halt schwierig, ne? Ich bin da auch unentschlossen, ob ich dich jetzt komplett reinreite oder... Und noch peinlicher wäre es, wenn du mir den um die Ohren haust nachher und ich verliere. Ja, das vermute ich nämlich. Ich will dir ja auch eine Chance lassen. Ja, ist richtig. Ach, warte, ich kaufe den Hobel jetzt. Und dann mache ich dich rund damit, wahrscheinlich. Wir machen das. Und nachher kannst du dich ja schön rächen. Ha, habe ich mich erschreckt. Da kommt gerade der Panzersound. Was ist das denn für eine Gurke? Kommt aus Brasilien? Ja, das ist so der beste Import seit... Oho. Keine Ahnung. Pelé. Pelé ist doch Fußball. Ja, der hat den mitgebracht. Dann warte mal ganz kurz. Ich muss ihm ganz schnell hier das, was ich machen kann, bei dem Ding machen. Mhm. Ja, den da. Ja, dann erzähle ich so lang einfach noch ein bisschen, was wir so vielleicht überlegt haben, noch zu dem Format hier, falls das jemand sehen möchte.
Dann könnt ihr, also das wird veröffentlicht auf dem Kanal vom Friesen aus seiner Sicht und auch meinem Kanal aus meiner Sicht natürlich wieder, dass wir uns die sämtlichen hunderttausenden Euro Einnahmen teilen. Und ja, ja. Das ist jetzt so angedacht, dass ihr könnt gerne kommentieren unten, was ihr immer für Duelle sehen wollt. Also welcher Panzer gegen welchen oder vielleicht auch mal die ein oder andere Zusatzregel oder was hier, keine Ahnung, mit auf dem Rücken gebundenen Arm oder... Das wäre auch mal Nein, was, freihändig. Ich weiß, dass da einige sind, die schon Ideen haben, sie mir nur noch nicht verraten haben, weil die wahrscheinlich wieder so fies sind, dass ich dann weinend den Computer ausgeschaltet hätte und zum anderen Spiel zurückgekehrt wäre. Na, des Weiteren haben wir noch so die vage Idee, dass wir da vielleicht mal mit zwei Teams gegeneinander fahren. Team Stricki gegen Team Friese. Wer da gewinnt, wissen wir, ja. Ich nicht. Ja, zumindest einer von uns wird gewinnen in dem Fall. Schlimmer wäre es andersrum. Das stimmt, wenn, ja. Wenn wir beide im Team fahren gegen andere, dann weiß ich, wer verliert. Ja, das weiß ich auch garantiert. Ja. Was drücke ich da denn jetzt im Rein? Gehe ich auf Angriff? Oh, das ist ja ganz furchtbar. Da hast du aber was ausgesucht, ey. Ja, das habe ich mit voller Absicht gemacht, weil ich den auch schon... Ich habe schon länger zwei Sukuris sogar mit diesem Monster noch in der Garage und ich muss zugeben, nie gefahren. Also, keine Ahnung. Na, ich habe auch eins so von diesen Monster-Dingern, habe ich auch noch nie angefasst. Ich bin da auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich hab's nicht so ganz mit solchen skurrilen Jagdpanzern auf sechs Rädern. Nö, meine Welt ist halt ja auch nicht. Gut, ich glaube, ich wäre dann so weit. Nee, Moment, das Ding muss ja noch angepinselt werden. So viel Zeit muss hier aber sein, ey. Und da muss man vorne dran. Hier, er will schön. Die Tarnung pushen. Ja, erstmal hier richtig schön. Was nehmen wir denn? Schlimme ist... Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehme. Ich habe darüber hab mir überhaupt keinen Gedanken gemacht. So, das ist für mich mein Problem. Ist ein bisschen blöd. Ah, oh, da kriegen wir schon hin. So, die kleine Tussi wieder mit drauf. Ja. Schön anziehen. Wo ist eigentlich ich, ja. Huch. Hä? Da. So, ich hab fertig. So, dann müssten wir auf bereit klicken, ja? Ja, Moment. Und dann kann ich starten klicken. Da bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich in den paar Minuten schon vergessen, was ich für eine... Ach, Chemiefabrik. Ach, die wollte ich doch gar nicht. Ach, ist ja egal. Ja, ist egal. Ist ja egal. Also ihr könnt übrigens auch... 70. Entschuldigung. Ja, nur wieder. Ihr könnt aber auch die Karte auswählen oder irgendwas. Das habe ich jetzt auch gar nicht bedacht. Man hätte auch noch eine ganz fiese Karte auswählen können. Stimmt. So, das kriegst du doch erstmal aufs Maul hier. Kampfpanzer 70. Willst du mit Bowlingkugeln schießen oder was? Oh ja. Bin ja fast ein One-Hit für dich. Ja, ich muss nur treffen. Das stimmt allerdings. Ach, ich habe ein 8er Magazin. Oh, das ist ja schön. Nee, du hast nur einen Schuss. Dann musst du 30 Sekunden warten. Nee. Das ist nur falsch beschrieben. Ja. Ja. Oh, ist aber irgendwie der Sukuri ist irgendwie ein schickes Moped. Da kann man wohl. So als Strandbuggy. Oh. Ich merke nur gerade, wie selten ich auf der Karte hier bin. Ich kenne diese auch fast gar nicht. Also ich weiß, die war bei den ersten Specials dabei. Aha. Und dann, ja... PvP. PvP-Gefechte, aber nicht im 10er-Bereich. Das ist so im mittleren Tierbereich, glaube ich. Da kommt man öfters auf die Karte. Ja, daher kenne ich die Wins. Auch, glaube ich. Also, ich hatte mal so eine Phase, da bin ich ständig den Sheridan gefahren auf PvP und da kam ich oft auf diese Karte. Mhm. Was auch übrigens ein sehr schöner Panzer ist, der Sheridan. Den habe ich noch nie wirklich gefahren, nur so ein ganz paar Mal. Dann ist ein ganz schlechter Panzer. Ist wirklich ein sehr schlechter Panzer. Ich rede jetzt keinen Panzer mehr stark hier. Scheiße, da schieße ich mich ja ins eigene Bein. Wo steckst du, Lümmel?
Ich bin auf J9. J9. Ah, oh! Scheiße! Da hat er mich schon erwischt hier, du. Wieso hast du so viel Leben hier? Ah, bin ich blöd, ich muss doch laden. Hehe. Ich stehe hier echt doof. Ja. Oh. Ah, du hast ja die Chorhuhn drin. Nein, 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 nein. Ah, jetzt hast du mich gleich. Scheiße. Jawohl. Oh. Das war aber auch doof. Damit ist unsere Spielserie Duell beendet. Ja, von wegen. Ich hier mache jetzt erstmal eine Liste. Nein, ich gebe jetzt echt, ich gebe ja zu, das war, die Wahl ist fies. Ja, jetzt kriegst du einen Strich. Aber, wie gesagt, dadurch, dass das Zepter immer rumgereicht wird, wird der Friese sich ja jetzt gleich sofort rächen. Oh Gott, ich habe mir ja gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt muss ich dir sagen, welchen du fährst, ne? Oh ja, und ich jubel so lang. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Karte ändern kann. Hättest du gerne eine andere Karte? Oder willst du erst die Panzer aussuchen? Du kannst ruhig eine andere Karte nehmen. Ja, also da muss ich sagen, da bin ich immer für Abwechslung so ein bisschen. Auf jeden Fall. Jetzt, was ist denn das hier? Oh ja, die mag ich. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Oh ja, das ist toll. Du kriegst den Warrior. Oh, hat man das gehört? Ich habe jetzt genießt wie so ein... Weiß ich nicht, ich habe gar keinen Vergleich. Habe ich nicht gehört. Hast du mich gehört? Du hast irgendwas gesagt, du nimmst den und dann habe ich genießt. Ach genossen. So, du hast genossen. Ja. Ja, das mit den Genossen ist ja drüben sowieso immer so eine Sache gewesen. Ja, wurden ja wieder gewählt. Ja. Hier, den Warrior, Tier 7. Den soll ich nehmen? Den sollst du nehmen. Ach, da muss ich kurz Nase putzen. Achtung, ja, Moment. Mach mal so. Töre. Was nehme ich denn dann? Irgendwas Stabiles. So, Warrior. Ach, ich mach mal nicht zu stabil. Du kriegst den Warrior... Und ich krieg den M1 Storm. Will dir ja eine Chance lassen. Holy shit. Wo ist denn der Warrior hier eigentlich? Hier unter W. A. Nee, W, nicht A. A. Prost. So, mal gucken, ob ich den Ausbau so. Kommandant, jawohl. Nehmen wir doch da mal. Scheiße, welchen denn? Tja. Naja. Ist bei der Kiste sowieso scheißegal, wenn man da reinsetzt. Das Ding taucht einfach nix. Den haben die so schwach gemacht, den Warrior. Das ist furchtbar. So, jetzt wollte ich schon sagen, pscht, liebe Zuschauer, scheiße, habe ich den überhaupt ausgebaut? Na, hoffentlich nicht. Oh, sagt er. Was brauchen wir denn noch ein? Ach, hier muss ich noch. Gesundheit. Das macht mich alles krank hier. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit dem hier auf 200% extra RAM-Schaden. Mal gucken, ob ich das einsetzen kann. Ich wollte jetzt eigentlich erst Ophelia nehmen. Ach, Ophelia. Ja, die hat aber irgendwie nichts so richtig, was ich gebrauchen kann, außer diese Dingsbums-Fähigkeit da, ne? Ja, also ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal angeguckt. Ich habe noch gar nicht angefangen, die zu skillen, weil die ist total unnütz. Das ist einfach nur ein Troll, die alte. Opelia, olle Zibbe. Bah! Reg ich mich hier schon wieder auf, du. Ruhig! Oh, ich habe jetzt jemand anders genommen, weil ich habe die auch nicht groß ausgebaut, wollte ich schon sagen. Jo. Ich baue Frauen generell nie weniger aus, so viel Geld habe ich nicht, dass ich da Zusatzteile anbauen könnte. Oh. Ja, aber Opelia, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die können wir auch bannen. Also für dieses Projekt. Die können wir eigentlich aus diesen Duellen raushalten. Ja, alles andere geht klar, aber die Olle nicht. Ja,
Es sei denn, beide haben sie. Das wäre noch eine Option, um das einfach nur in die Länge zu ziehen. Ja, halte ich nichts von. Dann lassen wir mal. Nee, die können wir rauslassen, da bin ich auch der Meinung. Karte, hast du unten gesehen, welche ich genommen habe? Frontline, ach, das ist die, wo der Wald brennt da, ne? Ja, also ich mag die nicht, weil ich besonders gut bin da, aber weil die schön ist. Wunderbar, nehmen wir. So, also Friese versus Stricky Part 2. Genau. So, jetzt kann ich starten. Und ich verliere garantiert wieder. Ich weiß es nicht. Ich bin den Warrior ein bisschen gefahren, aber nur ein bisschen. Also ich habe den gestern ein bisschen gefahren und ich bin da echt schlecht mit abgeschnitten. Jedes Mal, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Und der war früher mal ein Monster, ne? Also so. Ja, der war stark. Hey, ich wollte doch ins rote Team. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Ed. Ich mach nicht mehr mit. Mit dir spiele ich nicht mehr. Gibt's hier nicht einen Modus für Farbenblinde? Das könnte sein. So. Ich geh direkt cappen bei dir. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh ja. Wieso brennt mein Rücklicht jetzt schon? Weiß nicht, stehst du auf der Bremse? Nee, eigentlich nicht. Hm. Die Füße sind noch unterm Schreibtisch, noch nicht oben. So, wie fahre ich denn am schlauesten? Und wieso sporn ich hier unten? Hä? Oh, das ist voll mysteriös alles. Mysteriös? Ja. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, wo ich lang fahre. Ich auch nicht. Ich kenne diese Map auch kaum. Ich fahre jetzt einfach los. Und das Problem ist, die ist recht groß, die Map. Also da kann es auch sein, dass wir jetzt 15 Minuten, dass die gar nicht reichen. Aber das wäre ja ein Unentschieden dann. Ja. Dann kriegen beide einen Strich oder keinen. Da kommt doch selber raus, ne? Auf jeden Fall. So, ich fahre jetzt erstmal hier beim Schwimmbad, bieg links ab. Ja, genau. Bei Schlecker. Ich rutsche. Ja. Was ist das denn für ein Hügel? Der Schleckerhügel. Der Schleckerhügel. Ja. Ach, du hast ja auch wahrscheinlich tierisch viel Sichtweite im Gegensatz zu mir. Das war eine doofe Idee von mir. Die hätte ich noch ausbauen sollen, so ein bisschen. Ah, die Information wollte ich nur haben, alles klar. Die habe ich dir auch mit Absicht gegeben. Ja. So, ich gehe jetzt campen. Die ist echt recht groß, die Map, ne? Oh, du hast mich ja schon gesehen. Wer schießt denn da? Keine Ahnung, wer das ist. Da ballert doch einer, da stimmt doch was nicht. Weidler, bist du schon wieder auf unserer Karte? Aber echt. Da kriegte ich gerade den Bannhammer vor den Kopf geschmissen. Ja, genau. Ich habe auch keine Ahnung, wo du wegkamst. Ja, du hast einen Vorteil. Oh ja. Oh, hier mal ein bisschen gucken. So ein bisschen Mobilitätsvorteil habe ich, ne? Oh ja, sogar einen ganz gewaltigen, ne? Nee, so groß ist der nicht. Nö? Ja, ich versuche dich mal irgendwo aus der Reserve zu locken hier. Lock mich. Ich sag halt, ich gehe gleich cappen und dann kannst du sehen, was du machst. Ja, das ist aber auch interessant, wenn du die Washington drauf hast mit der Fähigkeit, schneller zu cappen, ne? Stimmt. Ach, du hast ja sogar noch den Truppenraum, der 25% schneller cappt. Oh, du bist ja voll im Vorteil. Was habe ich mir nur gedacht? Ja, eigentlich. Ich rutsche hier was rum am Hügel, ey. Na, ich glaube, die Map ist echt zu groß. Da müssen wir was Kleineres nehmen. Ach, wieso? Mir macht's bis jetzt auch Spaß, also. Doch, ja, auf jeden Fall. Lustig ist. Aber ich habe echt das Gefühl, dass man sich schwierig findet. Ist ja auch mal schön, dass man nicht gleich aufeinander hockt. Das stimmt auf jeden Fall. Oh, was bin ich schön getarnt. Ich sehe mich fast selber nicht hier. Schick. Oh. Da rutsche ich doch wieder runter. Sag mal, sind wir hier auf einer Rutschbahn oder was?
Keine Bodenhaftung, das Ding. Hm. Ich darf gerade nicht so laut reden, sonst hörst du, wo ich bin. Ich vermute dich ja hier irgendwo, aber das sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht viel. Nein, ich bin eher da. Ach, da drüben. Das ist so ein bisschen wie Sesamstraße. Hier ja. Und da. Ich jetzt will aber da drüben hier sein. Jetzt bin ich dort. Dann will ich jetzt aber hier sein. Ey, wo steckt der Bengel? Mir geht gleich der Sprit aus. Achso. Funkstille! Ja, und mach das Licht aus, der Feind könnte uns sehen. Um mal Nagelfahrt zu zitieren. Wenn du eine Kippe entzündest, das sieht man auf Kilometer. Genau. Ich hab keine Ahnung, wo du steckst, ey. Oh ja, ich fahre aber hier so rum. Ja, ich auch. Ich stelle mir gerade so richtig vor, wir beide echt entgegengesetzt um die Map rumzueiern. Na, wir haben ja noch Zeit. Noch ist Zeit. 10 Minuten noch. Tja, aber Action geht anders, ne? So, jetzt stelle ich dir eine Falle. Ich sage aber nicht wo und wie. Na, irgendwo musst du doch stecken. Wo ist er denn? Ach, jetzt wird es langsam aufregend hier. Auf jeden Fall kann ich mir so die Map mal in Ruhe angucken. Das hat man ja auch nicht immer. Ja, das ist wirklich. Ist wirklich auch nicht schlecht. Hm. Und ich mag die Map, also man hat viele Versteckmöglichkeiten oder ja. Deckungsmöglichkeiten, aber es gibt auch ordentlich freie Flächen für die Jagdpanzer. Das hier wäre auch eine richtig geile Glops-Map, aber das machen die ja irgendwie nicht. Warum, weiß ich nicht. Habe ich schon mal vorgeschlagen. Ja, das stimmt. Also da verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht machen. Hier hätte sag jeder mal, richtig Spaß. Hier wo kann man bist campen, du denn? Hier kann man, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich stehe sogar ziemlich frei rum und ich finde dich nicht. Bist du über die Maps gefahren, oder? Ich bin einmal im Kreis schon. Locker. Also da hinten bist du nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du nicht bist. Ah, mal Schwung holen hier. Zum Rammen. Zieh dich warm an, Kollege. Das war doch gar nicht ausgemacht. Nee. Mit dem Anziehen meine ich. Oh! Banu. Oh. Ach, hast du dich gerade selbst gekillt, oh. Sturz oder was? Oh nein! So was Bescheuertes. Hoffentlich ist das Wasser hier nicht tief. Nee, geht. Also nächstes Mal nehme ich mir irgendwas mit richtig Sichtweite. Das ist ja furchtbar. Na, wo steckt der Bengel? Komm raus, du. Kriegst aufs Maul. Herr Strickmann. Nee, Strickwand. Ja, ich bin noch am Fahren. Ja, halt doch mal an, dann finde ich dich vielleicht. Nein, nein. So, jetzt bin ich auch gleich das zweite Mal rum um die Karte. Ich sag ja, wir fahren wahrscheinlich genau entgegengesetzt. Du da, ich da, im Kreis. Sind wir auf derselben Karte? Ich glaube nicht. Ich bin schon auf Grindelwald angekommen mittlerweile. Ich bin nur gerade ausgefahren. Ach, durch den Tunnel? Ja.
Also ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter Richtung Mitte, so als Tipp. Wo ist der Bengel? Mann! Ich will schießen. Ich wurde gespottet. Ich weiß nur nicht von wo. Da ist der Sausack. Oh, ich fahr voll gegen Panzer. Wieso sind die so stabil, die Schrottpanzer? Ah, du bist doch mittlerweile schon wieder abgehauen da, oder nicht? Nee. Wo ist er denn? Ich komme den Hügel gar nicht hoch hier, ey. Ich hätte jetzt gedacht, ich finde dich hier, aber war wohl nix. Such mich. Also eins kann man mit Sicherheit sagen, alles was anzufahren geht, habe ich hier angefahren. Ja, ich bin eigentlich auch schon komplett fast überall mal gewesen. Das gibt's ja nicht. Ich meine mit davorfahren, ne? Da, du hast mich gespottet. Da ist er. Hä, habe ich dich jetzt gerade eben vorhin in einer ganz anderen Richtung vermutet? So, jetzt kriegst du auf den Sack, ey. Na, scheiße. Genau da bin ich auch gerade vorgefahren. Jetzt schieße ich auch noch daneben. Oh, hier liegt ja noch so ein Ding. Ich häng schon wieder fest. Du auch. Wer baut die Dinger hier hin? Gewonnen. Wer baut die Dinger da hin? Ich weiß auch nicht. Ich kriege auch einen Strich in der Liste hier. Das war doch okay. Gut. Okay. Ja, ach, das war lustig. Vor allen Dingen, ich habe mir ein Drittel meiner Punkte schon weggehauen durch den Sturz. Ne? Ja, das ist doch vernünftig. Ach ja. Das war doch eine schöne Runde. Und nu? Nu ist gut. Oder wir machen noch ein Finale. Finale? Mhm. Ja, was nehmen wir? Das ist eine gute Frage. Diesmal beide dasselbe? Oder was machen wir? Ja. Da mir jetzt nichts einfällt und ich... Ja, gute Frage. Ach komm, dann lass uns doch mal richtig auf dicke Hose machen und wir nehmen beide den Kappel. Den was? Den CATTB. Oh. Wir Ostfriesen sagen Cat-Bill. Cat-TB. Ja, Cat Turbo Boost. Das ist wie Wiesel Flink, nur mit Katzen. Wo ist denn meine Katze hier? Cat-TB. Ja, doch. Ach, hier ist er doch so. Riesenschädel. Jawohl. Was nehmen wir denn als Map? Da müssen wir auch eine gute Map nehmen. Noch eine größere. Ja, wahrscheinlich. Vorgebirge wäre doch geil. So schön mit Hügeln. Moment, ich schau mal. Wir schauen mal. Ich trinke so lange was. Ja, wir hätten hier gefährliche Küste. Kalter Stahl hätten wir, aber Winter möchte ich jetzt gar nicht hier. Jetzt, wo wir hier so Frühlingswetter haben. Ja, Winter muss nicht. Moskau hätten wir noch. Die kenne ich gar nicht, die Karte. Da war ich jetzt zweimal drauf. Salzburg mit der Burg. Oder dann wüsste man auch, wo man sich trifft. Frontlinie? Ne, die hatten wir ja gerade. Geisterfeld. Die geht eigentlich auch immer, ne? Ansonsten hier unter dem dritten Punkt, da sonstige oder wie das heißt, da ist auch hier Vorgebirge drin. Die wäre ganz cool. Du willst unbedingt Warum will der unbedingt Vorgebirge? Hat keinen Grund. Ich mag die Karten nur mittlerweile sehr gern. Hm.
So, ich habe auch jetzt gerade den Raum neu benannt. In wie? Musst du mal oben lesen. Die Entscheidung. Ja, genau. Ja, mal gucken, wer heute gewinnt, wa? Ach, ich muss auf Ready klicken, ja. Ja, oh, genau. Rülpsen muss ich auch. Scheiße, was mache ich jetzt? Oh Gott. Alles. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, konnte ihn umleiten nach unten. So. Geht das los? Achso, geht ja los. Und wieder im blauen Team. Scheiße. Oh ja. Ja. IK Vollgebirge, das ist wohl im Ilmkreis. Ach, das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Das ist bei dir um die Ecke da irgendwo. Ja, sowieso. Über den Berg, sag mal immer. So, ich hole mir erstmal Cap 1. Ach, ja, hier gibt's gar keine Caps auf dieser Karte, oder? Ah. Auf jeden Fall ist ja, die nicht so groß. Das geht eigentlich. Hier geht's bis zum bitteren Ende. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hinfahre. Fahr doch. Nee, ich sag's nicht. Nö. Da wäre ich sowieso nicht hingefahren. Da mag ich's nicht. Oh, Caps! Ich hab voll das Mikro ruckeln. Ach, wir haben doch Caps. Also kann Caps. Man doch Glops ausprobieren. Oh, das hätte ich ja fürs Glops-Tutorial nehmen können. Du, ich geh cappen. Dann kann man ja doch private Glops-Matches machen. Obwohl ich glaube, wenn wir das jetzt mit Cappen durchziehen, dann sind wir ewig dabei. Ja. Aber uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du Scheiße. Das war jetzt ja eine doofe Idee. Wollen wir das nochmal abbrechen? Ja, das brechen wir ab. Das bringt so nix. Aber dann können wir doch zusammen ein Glops-Tutorial machen, ne? Ja, dann könnte man nochmal ganz zusammen eins machen. Dann wäre das doch gegangen. Verdammt, hätte ich mal besser hingeguckt damals. Na, wie gesagt, da können wir das ja schön zusammen machen und genau. Supi, und da können wir das auch Karte für Karte durchkauen. Alter, Finne, das ist ja Wahnsinn. So, nochmal dieselbe Scheiße hier. Und ich habe das damals hier angeguckt und dachte, das geht nicht. Und jetzt geht's doch. Oh. Was sagtest du gerade? Ich suche gerade eine Karte aus. So, nehme, ist Roughneck, weil da habe ich mich leicht satt gesehen. Ja, Roughneck kann ich auch nicht mehr sehen. Oh ja. Was nehmen wir nun? Ach, die nehmen wir. Die? Die oder die? Die. Dann nimm doch die. Ja, Mann. Oh yeah. Also, ready. Ready for action. Pipelines. Aha. Ach, das ist die Wüsten mit den hier, genau. Ja nun. Ach, muss ich auf Ready klicken? Nee. Hier tut sich gerade nichts. Das liegt an mir. Wo ist jetzt mein Raum hin? Ach da. Der kriegt einen ganzen Raum weg, ey. Gibt's ja wohl nicht. Nee, ich habe nur meinen Panzer modifiziert. Ich habe jetzt die ganze Besatzung besteht aus Ophelias. Oh. Also. Mit dreifachen Bitshield. Drei Schutzschilde habe ich. Oh, das wird ja ein hartes Los für mich hier. So, Pipelines. Oh, mal gucken hier. Ah, auch so eine altehrwürdige Karte. Ja, die kenne ich sogar ein bisschen. So, wo bin ich? Da bin ich. Aha. Schön mit der blau-roten Wüstentarnung hier. Was war das denn? Ach, Zeug auf dem Handy, das geht ja eine Viertelstunde so. Das so lange kann ich nicht gucken. Jo, mal gucken hier, das war. Mal ein bisschen Kloppe kriegen. Ja, den machen wir fertig hier. Ja, ich bin schon ganz Testosteron.
Also ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen, dass ich verkacke, weil ich bin mit dem CRTTB nicht die Leuchte bis jetzt gewesen. Ja gut, Heldentaten habe ich damit auch noch nicht vollbracht, also. Ja, also es ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wo man jetzt am besten hinfährt hier. Ich fahre einfach der Nase nach. Das passt bestimmt irgendwie. Oh, erstmal Ausguck machen hier. Guck doch, guck doch. Ich guck ja. Obwohl, nee, campen tue ich nicht. Ich fahre immer 2 Meter vor und zurück. Dann ist das kein Campen. Oder gehe ich direkt einfach voll auf Angriff. Ja. Ich weiß ja eh, wo du bist. Ich fahr da jetzt hin. Da bin ich nicht, da bin ich nicht. Doch, doch, da bist du. Nein. Nein. Gar nicht. Ella Badge, Ella Badge. Ich finde das immer noch so ungewöhnlich, dass der Klang vom Motor wie so ein Elektroauto klingt, ne? Obwohl es eigentlich ein Hybrid ist. Es klingt so ein bisschen wie so ein... Weiß nicht, mir fehlt da ein bisschen der Vergleich. Eigenartig. Ein leichter Summton wie so ein... Ja. Ist wie so ein Rasierapparat, der ein elektrischer Bevorer an den Bart gerät. Genau. Das trifft es richtig gut. Ah, das ist ja wie Verstecken spielen. Die einer zählt bis 10 und der andere versteckt sich. Ja, genau. Oh, ich finde die schon irgendwo. Du wirst mich nie finden auf der Karte. Nee? Och, ich nehm... Was ist denn das hier? Bei mir hängt's auch ab und an mal. Ja, das ist gut. Für mich. Ja, ja. Das schiebe ich alles immer auf Lags. Ja, und Ping hat er auch, glaube ich. Ja. Nö, steht eigentlich Ping 49 da. Da ist der am Cappen. Ja, jetzt weißt du, wo ich war. Ja. ich war fast bei deinem Cap zur selben Zeit. Bin ich blöd, hä? Jetzt habe ich dir gezeigt, wo ich bin. Ja, das war natürlich... Na, ich wollte durchcappen, aber bei 197 Sekunden ist ein bisschen... Ja gut, ich hätte ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, hätte abgewartet. Bis ja, natürlich. Bis 10 Sekunden und dann hätte ich geguckt, dass ich hinkomme. So, ich fahre jetzt auch frontal auf dich zu. Vermutlich. Oder auch nicht. Oh, kurz den Turbo zünden hier. Ja, das ist schön mit dem Turbo, dass du das sagst. Ich bin vorhin ein bisschen Achter gefahren, weil das die Aufgabe gesagt hat hier vom Battlebath. Aha. Also 10.000 Erfahrungspunkte mit Stufe 8 MBTs. Ach so. Und da ist mir aufgefallen, dass etliche MBTs in Stufe 8, die haben überhaupt nicht diese ja, Torpus oder wie nennt man das, Zusatzfähigkeiten. Das stimmt, das haben die wenigsten. Und ja. Ist ein echter Nachteil gegenüber den anderen Panzern. Das ist wohl wahr. Ich hoffe, dass da sollte man nachgerüstet werden. Weil da bin ich zum Beispiel Ariete oder Ariete oder wie auch immer das Scheißding heißt, gefahren, ne? Da steht er da hinten in der Ecke und pimmelt rum. Scheiße, wo klotzt denn du? Ah! Eine weggemümpelt hier. Da quetscht er sich dann die letzte Ecke. So ein Lappen, ey. Was ist denn das? 71? Oder hast du nur gebrannt, oder? Ich bin noch vollkommen heile. Bis auf meinen Motor, der macht nicht mehr. Jetzt könnten wir hier stundenlang um den Stein rumzufahren. Ja, Ringelpiez mit. Na
Dann kommen wir mal ein bisschen dichter ran hier. Mal gucken. Ein bisschen tanzen. Oh oh. It doesn't look good for me, you. Ach, jetzt war ich. Ah! Feuer am Arsch. Das war's. Lässt er mich sogar noch einzielen hier. Hier, pass auf. Wurf. Gewonnen. Zweiter Strich für Friese. Also, mein Ping war gut. Aber ich hatte ganz schöne Ruckler drin. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich verloren habe, muss ich sagen. Ich habe verloren für dich. Ich habe es für dich getan. Ja, ja, keine Ausrede. Kann das sein, dass du deine FPS nicht mehr auf 60 begrenzt hast? Dann läuft die Grafikkarte nämlich ins Limit und dann ruckelt das beim Aufnehmen. Das kann sein. Ich habe mich letztens nämlich schon gewundert, warum ich so viel FPS habe. So, wo stelle ich das wieder ein bei dem Video-Scheiß oder aus meinem Spiel? Ja, da gab es ja dieses kleine Tool. Aber das können wir auch gleich außerhalb vom Video eben machen. Da helfe ich dir gleich. Machen wir auch. Gut, dann würde ich sagen, bevor das hier zu lang wird. Oh, wir haben 40 Minuten schon. Toll. Sollte 5-Minuten-Projekt werden. Nicht schlecht. Die nächsten Folgen werden kürzer. Das war jetzt nur fürs erste Mal. Das dauert etwas länger. Also, wenn ihr Fahrzeug- und Kartenwünsche habt für diese Duells oder irgendwelche anderen Ideen, dann haut das gerne in die Kommentare bei uns. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Jawohl, hat Spaß gemacht. Ja, und manchmal fühlt man sich auch als Sieger der Herzen. Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch eine ganz gute Figur gemacht. Wie du da kläglich in der Ecke standest, am letzten Fels dran gedrückt. So ein Weichei. Ich hau jetzt ab hier. Moin. Hör auf jetzt, ich höre mich auch. Ich fühle mich so Schalke. Ja, absolut. Also, macht's gut, ne, Leute. Tschüssi. Jo, tschüss, bis denne.